Hallo zusammen, danke fürs Einschalten. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, hier eine kleine Info. Dieses Video ist ursprünglich auf meinem zweiten Kanal hochgeladen worden, noch bevor ich diesen zu dem gemacht habe, was er heute ist. Eigentlich wollte ich das folgende Video gar nicht erneut hier hochladen, aber da sich die Thematik auf diesem Kanal viel besser dafür eignet, da ich auf meinem zweiten Kanal nur noch eher kreativen und kunstvollen Content bringen möchte und anstehende bereits gedrehte Videos, die auf diesem Kanal noch kommen werden, dann vermutlich etwas verwirrend sein könnten, habe ich mich dazu entschieden, das Video hier in einer leicht abgeänderten Version nochmal hochzuladen. So, das war jetzt erstmal genug Gelaber, viel Spaß bei dem Video. Hallo Leute, das ist das Video zu dem Drift-Event und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich euch erstmal zeige, was ich hier so alles vorbereite, was ich alles mitnehme. Dann werden auch Videos so unter der Fahrt kommen und dies und das, so alles mögliche. Das wird alles in diesem Video kommen. So, natürlich meine Kameratasche, die darf nicht fehlen. Unter anderem natürlich auch diese zwei Powerbanks eben hier. An Speicherkapazitäten darf sie auch nicht fehlen, deswegen hier zwei von meinen drei SD-Karten. Da ist die größte, die mache ich dann hier noch leer. Ja, und hier habe ich meinen äußerst stylischen Rucksack, wo dann halt Klamotten drin sein werden und sonstige Sachen, die man halt so braucht. Hier unten habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet. Einmal das Zelt, da unten ist halt so Bettzeug. Das Einzige, was hier eigentlich nur noch fehlt, ist mein Campingstuhl. Der liegt aber im Auto. Ja, und damit melde ich mich auch wieder zurück. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles Event. Klar, die Fahrt hin und zurück war ein bisschen lang, aber okay. Es war auch ziemlich lustig, vor allem, dass jeder so lange fährt, bis die Reifen endlich mal platzen und so. Der erste Tag war auch wirklich ohne Probleme. Klar, man war ein bisschen ausgepowert und so, es gab so viel zu sehen. Deswegen habe ich auch nicht ganz so viel gefilmt, weil ich einfach vieles erleben wollte. Ich denke mal, man hat so ein bisschen den Eindruck gesehen, was man da bei diesem Event so sieht. Ja, was man da so erlebt. Am zweiten Tag war es ein bisschen blöder, da hat es ziemlich geregnet. Dann haben wir so mit anderen Leuten noch abgehangen, ein bisschen zugeschaut und sowas. Das war schon ganz gut. Ein großes Dankeschön geht hierbei auch an die Clutch Kick Kids, dass ich auch diese Drohnenaufnahmen verwenden konnte. Hat dem Video noch so ein kleines Extra gegeben. Ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal sicher wieder dabei und freue mich jetzt schon auf das nächste Event und hoffe, dass ich da ein bisschen mehr filmen kann, dass ich bis dahin vielleicht noch ein bisschen mehr Equipment zulege, um noch bessere Videos machen zu können. Aber was haltet ihr von dem Video? Fandet ihr es gut oder eher schlecht? Sagt es mir doch gerne in den Kommentaren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.